Leute, mein heutiges Video ist wieder ein Teil von Wonderfall, also meiner Herbst-Videoreihe. Diesmal ist es aber ein anderes Thema. Und zwar vermisse ich persönlich total die goldenen Flash-Tattoos aus dem Sommer. Und deswegen wollte ich jetzt für den Herbst so ein DIY-Tattoo-Video machen. Und zwar für diese ganz normalen schwarzen Tattoos, die ihr ja wahrscheinlich auch schon kennt. Außerdem zeige ich euch in diesem Video auch, wie ihr schafft, dass diese aufgemalten Tattoos ein paar Tage halten. Und das ist meiner Meinung nach eine richtig coole DIY-Idee. Und am Ende des Videos gibt es auch noch eine Verlosung, also seid gespannt. Wir beginnen natürlich erstmal mit Schritt Nummer 1 und zwar ist das das Tattoo-Zeichnen. Dafür braucht ihr einen wasserfesten Eyeliner, natürlich einen mit einer sehr dünnen Spitze, ihr könnt auch gerne einen Eyeliner-Pen verwenden oder ihr nehmt einfach einen permanenten Stift, der auch hautverträglich ist. Darauf solltet ihr auf jeden Fall achten, nicht dass ihr nachher noch Hautausschlag bekommt oder sonstige Sachen. Dann beginne ich auch schon damit, mein Tattoo vorzuzeichnen. Ich habe mich jetzt hier für den Schriftzug Trust entschieden. Ich habe einfach im Internet richtig coole Seiten gefunden, wo es auch sehr viele schöne Schriftarten gibt und da habe ich mich für eine schöne Schriftart entschieden und mir auch dieses Wort hier ausgesucht und mir das dann aufgezeichnet. Das geht wirklich schnell, wie ihr seht und es sieht auch relativ gut aus. Vor allem am Arm verläuft es auch nicht so schnell und deswegen sehen die Linien auch wirklich sehr fein aus und sauber und von weitem fast wie ein echtes Tattoo. Wie ihr dieses Tattoo jetzt noch fixieren könnt, seht ihr dann gleich. Auf jeden Fall habe ich dann noch damit weitergemacht, meine Finger anzumalen. Und zwar habe ich mich dann einfach für ein paar Formen entschieden. Da findet ihr auch ganz viele tolle Inspirationen im Internet und diese Finger-Tattoos, die sehen wirklich richtig, richtig klasse aus. Auch wenn ich mir wahrscheinlich niemals ein Tattoo stechen lassen werde, weil ich eher so der Typ bin, dem Sachen nach ein paar Jahren dann doch wieder nicht gefallen und das ist bei Tattoos dann etwas doof. Allerdings gefällt es mir einfach total und deswegen ja, male ich sie mir einfach auf, um sie dann wenigstens für ein paar Tage zu haben. So sehen dann jetzt meine Finger aus und wir machen jetzt weiter mit dem Fixieren. Dafür braucht ihr als allererstes Babypuder. Das findet ihr zum Beispiel in der Drogerie und das gebe ich jetzt ganz großzügig auf meine Finger drauf, beziehungsweise einfach auf die angemalte Stelle. Da nehme ich mir einen Pinsel zur Hand und verwische so ein bisschen das Babypuder, beziehungsweise versuche es wieder von meinen Fingern abzubekommen. Da euer Tattoo durch das Babypuder jetzt sehr matt und gräulich aussieht, könnt ihr auch einfach Creme auf die betroffenen Stellen geben. Dadurch wirkt das Ganze eben wieder so richtig schön schwarz und nicht mehr so matt. Um euer Tattoo dann zu fixieren, braucht ihr entweder Sprühpflaster oder ihr könnt auch einfach Haarspray verwenden. Und das sprüht ihr dann auf eure aufgezeichneten Tattoos einfach auf. Ich persönlich finde, dass Sprühpflaster noch ein bisschen besser funktioniert als Haarspray. Aber an sich sehen die Tattoos wirklich richtig toll aus und halten eben auch ein paar Tage. Natürlich kommt es auch immer darauf an, an welcher Stelle ihr euer Tattoo habt. Zum Beispiel Finger-Tattoos halten nicht so lange wie zum Beispiel ein Tattoo hier unten am Arm. Denn die Hände wäscht man ja ganz, ganz oft am Tag, ich zumindest. Und dann hält das vielleicht so 1,5 Tage. Allerdings halten Tattoos mit der Methode, die nicht an den Händen sind, sondern an den Armen oder Beinen oder wo auch immer ihr euch diese Tattoos hinmalt, deutlich länger. Und ich freue mich schon total, wenn ihr das auch mal ausprobiert und mir dann ein Bild schickt. Und zwar einfach mit dem Hashtag Wonderfall auf Facebook, Twitter, Instagram, wo auch immer ihr Lust dazu habt. Und jetzt kommen wir zu der Verlosung. Die findet nämlich auf Instagram statt. Ich habe nämlich ein ziemlich cooles Gewinnpaket für euch, was wirklich sehr praktisch ist und was jeder von euch im Alltag gebrauchen kann. Vertraut mir da mal. Auf Instagram heiße ich xlater. Schaut da mal auf jeden Fall vorbei, falls ihr Lust darauf habt. Und ich denke, ihr werdet euch über dieses Gewinnset freuen. Oder ihr schaut einfach bei meinen letzten beiden Videos vorbei. Hier findet ihr ein Video zu dem Thema Upstyling für den Herbst. Und zwar hat mich der liebe Torge umgestylt und das Ganze, ja, ist ziemlich witzig geworden. Und hier drunter verlinke ich euch das Video zu Tabby, zu meinem Kater, weil ihr habt mir einfach super viele Fragen gestellt und die habe ich euch einfach mal in diesem Video beantwortet. Hier sind meine Social Media Seiten, vergesst nicht auf Instagram vorbeizuschauen und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Ciao!